Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Closed Beta von Ghost Recon Breakpoint. Heute testen wir, wie ein fucking Kampfhubschrauber mit Ein-Mann-Besatzung natürlich, weil ich bin nur alleine, gegen eine Level 150 Basis der Wolves ankommt. Auf geht's! Ich schütze Fahrer. Ja, auf geht's. Ist schon ein bisschen gedamaged, weil ich ein bisschen unsanft gelandet bin. Aber alter Schwede, das Ding kann eigentlich nur Raketen schießen. Hier. So. So, auf geht's. Ich markiere mir lieber nochmal die Basis. So, das war mein geplanter Landepunkt, den ich vorher markiert hatte. Hat aber nicht so gut geklappt. Yay! Holy shit! Das sind viele Leute. Oh Gott, und Verstärkung angefordert. Da ist der Verstärkung anfordert. Der muss sterben. Ich muss die Mausgeschwindigkeit runterstellen. Drohnen! Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Dass die Drohnen gegen Helikopter schicken. Mal nochmal einen Überflug, da unten kommt noch ein anderer Heli. Ich sehe halt keine Gegner. Ich hätte sie vielleicht vorher markieren sollen, wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Ich kann mich nicht um die kleine Drohne kümmern, weil die einfach zu klein ist. Oh je. Ich glaube, das klappt nicht so gut, aber keine Sorge, ich habe noch einen weiteren Kampfhubschrauber im Inventar, also zur Auswahl. Ich habe mir zwei verschiedene gekauft und dann waren meine Skill-Credits alle. Ich könnte mal gucken, wo sieht man das? Wie viele Skill-Credits man hat? Und wo sieht man das? Keine Ahnung, dann müsst ihr mir einfach... Ah, hier sieht man das. Hier, hab nur noch 1927. Ah, shit, diese Drohne, die schießt mich noch aus dem Cockpit raus. Hab schon lange keinen mehr getroffen, ne? Der Heli qualmt ganz hässlich. Wegen dieser scheiß kleinen Drohne da. Ich treff die aber halt auch nicht. Ist zu klein. Wie viele leben denn noch? Eine Menge. Oh fuck. Ich weiß es nicht genau, aber es könnte sein, dass ich aus dem Cockpit gesniped wurde. Ist nicht weiter schlimm. Wie gesagt, ich habe noch einen anderen Helium zur Auswahl, den ich gerne testen möchte gegen diese Basis. Ich glaube, mit dem Gamepad geht das besser mit dieser Helikoptersteuerung. So, wo ist denn das Biwak hier? Muss ich nochmal... Na, das war das falsche Biwak. Wobei, wir können es versuchen. Auf jeden Fall, als ich an diesem Biwak diesen Heli gerufen habe, ist er direkt kaputt gegangen, weil er zu eng zwischen den Bäumen geparkt war. Aber probieren wir aus. Ist kein Problem. Vielleicht ist der hier ein bisschen kleiner. Das ist so ein Apache. Hier, das war der. Ofeis MK2. Hier, Dinos haben wir noch. Das ist so ein Apache, wie man ihn aus Ghost Recon Wildlands kennt. Vermute ich zumindest. So, ich hoffe, der steht nicht zu nah zwischen den Bäumen, aber ich glaube, das sieht gut aus bei dem. Nein, Fahrer, bitte. Fahrer, Fahrer. Dass er sich überall dran kleben muss für Deckung. Okay, er schießt auch zwei Raketen, aber nicht so schnell hintereinander. Na gut, auf geht's.
Schieß mal aus der Ferne. Keinen getroffen. Die Sniper würde ich gern ausschalten da hinten. Warum habe ich denn kein Fadenkreuz? Oh Gott. Nicht, dass es dann einfacher wäre, aber... Beziehungsweise nicht, dass ich dann mehr treffen würde. Mit Fadenkreuz. Kann ich den Zug da abschießen? Geht das? Boah, passiert halt nichts. Jetzt ist der Zug im Weg. Und schon haben sie wieder Verstärkung angefordert, die Schweine. Komm, das hat aber getroffen, oder? Jo, war halt nur nichts drin. Das ist wieder diese scheiß kleine Drohne. Ah toll, jetzt geht die Drohne wieder ab wie ein Zäpfchen. Was ist mit euch hier? Ja, da ist die Drohne. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dieser Apache hat eine Wärme... hat einen Wärmesucher. Oh Gott! Die Drohne ballert mich voll aus dem Cockpit. Ich muss hier weg. Alter, die Drohne ist... Die ist viel zu extrem, die Drohne. Übertrieben! Ja, von hinten aus dem Cockpit geknallt oder was? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, das ist auch eine Murmur-Drohne. Ach du Scheiße, ich bin jetzt gleich tot. Tot! Nur wegen dieser Scheißdrohne. Ich probiere es nochmal. Aber... Ein bisschen andere Herangehensweise. Und zwar... Gehe ich jetzt hin und wenn die Drohne kommt, steige ich aus und erledige die so. Beziehungsweise wenn ich die Drohne schon von weitem sehe, lande ich auf den Schienen und hoffe, dass der Zug nicht kommt. Und dann snipe ich, versuche die Drohne wegzusnipen. So, Versuch Nummer 3, beziehungsweise 2 mit diesem Heli. Vielleicht versuche ich es dann mit dem anderen Heli auch nochmal. Oder ich versuche, eine Aufschaltung zu bekommen, ohne entdeckt zu werden, im Optimalfall. Dass die Verstärkung gerufen wird, ist ja immer das... Ach, guck mal, da ist die Drohne. Ich kann sie nicht aufschalten. Warum kann ich sie nicht aufschalten? Naja. Gut, dann eben nicht. Was? Oh nein, ein Sniper. So, ich wollte die Drohne. Und die Frage ist, ist das eine Murmur? Nein, eine Malfa. So, die braucht nur noch einen Treffer, dann ist sie weg. Oh Gott, warum hat das so lange gedauert? Na toll. So, die Drohne ist weg. Auf geht's in den Heli. Es wurde zwar Verstärkung angefordert. Oh Scheiße, jetzt schießen die mich direkt aus dem Cockpit raus. Ehrlich? Ernsthaft? Leck mich doch am Arsch. Ich glaube, das geht nicht. Ich schnapp mir nochmal den anderen Heli. Einfach so, dann haben wir... Ich mache es so, dass wir es mit jedem Heli dreimal versucht haben.
Okay, Deal. Muss ich natürlich wieder um den für den anderen Heli muss ich natürlich hier hin. Und dann kann ich den hier anfordern, denn hier ist ein schöner großer Spawnpunkt für den Heli. Überspringen. Und Heli anfordern. Hier Ofeis. Aber übel. Zwei Treffer. Ihr habt es gesehen. Quasi zwei Treffer. Ich wurde zweimal getroffen. Einmal der erste Treffer hat fast das gesamte Leben, hat mir fast das gesamte Leben ausgehaucht. Und der zweite dann den Rest. Also ich glaube, wenn wir hier nicht die Sturmklasse gespielt hätten, ich glaube, dann würden die mich mit einem Schlag töten. Warum ist der denn jetzt schon so gedamaged? Einfach so. So, auf geht's. Rüber zum Lager. Drohne wegsnipen und dann den Rest kennt ihr. Sterben. Und im Idealfall nicht entdeckt werden. Auch von der Drohne nicht. Fliegt die jetzt schon darum oder noch nicht? Gut, wir gucken das gleich. Ist die Drohne denn schon da? Ja, sie ist schon da. Huch. Ein Baumstamm. A wild Baumstamm appears. Oh, und zwei Autos. Na toll. War nice. Was haben wir hier noch Gegner? Da vorne. Hatten wir Gegner? Spawnen jetzt immer mehr von den Fahrzeugen oder wie? Sehe ich das? Es wirkt fast so. Da lebt auch noch einer. Da, ich habe ihn gesehen. Hinter diesem Baumstumpf. Der andere da. So. Ist der jetzt tot oder lebt er noch? Nee, der ist tot. Da ist noch einer. Da rennt er. Da rennt er. Und natürlich noch ein Heli. Warum auch nicht? Mann, ich will doch nur einen Landeplatz, einen sicheren. Meine Fresse. So, jetzt lande ich hier. Und jetzt können wir die Drohne wegsnipen. Warum kippt der Heli um? Warum zur Hölle kippt der Heli um? Sag mir nicht, dass ich ihn jetzt nicht mehr starten kann. Ich komme nicht mehr rein. Ich kann nicht mehr starten. Oder? Nein, Fahrer, bitte. Fahrer. Fahrer. Pilot. Fahrer? Ich kann nur noch als Schütze rein. Na toll. Klasse. Toll. Kann ich Platz wechseln? Nee, geht nicht. Hätte mich auch gewundert. Toll.
Ganz, ganz toll. Mensch, Spiel! Willst du mich verarschen? Ah, hier von hier aus kann ich rein. Ich hoffe, der geht jetzt nicht kaputt. Na gut, er richtet sich automatisch wieder auf. Oder kann er auch so auf der Seite liegen, wenn ich nicht durch die Map falle? Autsch, autsch. So. So, Schalldämpfer ab, damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Und jetzt die Drohne. Die ist echt ein Pain in the Butt. Warum treffe ich die nicht? Achso, die ist 300 Meter weit weg. Na toll. Na toll. Sag mal, kann die sich mal normal verhalten? Und nicht so, als wird sie von Besoffenen gesteuert. Na toll, und Verstärkung angefordert. Prima. Die hat sich angeschlichen, die Drecksdrohne. Au. Die Drecksdrohne hat sich angeschlichen. In Bodennähe angeschlichen. Alter, die Drohnen sind hart. So, aber die Drohne ist jetzt weg. Es rückt schon Verstärkung an. Ist weniger gut. Aber wenn wir rechtzeitig zum Heli kommen, ist es kein Problem. Oh wei, oh wei, oh wei. Nee, bitte schieß mich nicht aus dem Cockpit. Bitte schieß mich nicht aus dem fucking Cockpit. Nein! Leck mich doch am Arsch! Ah. Da könntest du heulen, aber echt, ey. So, wir haben jetzt noch für jeden Heli noch einen Versuch. Oh, war nicht so weit weg, wie ich dachte. Ich habe eine andere Sniper ausgerüstet. Ich habe jetzt nicht mehr die wir vorher hatten, sondern eine L115A3. Hat weniger Reichweite, mit der bin ich noch nicht so ganz vertraut. Ich weiß noch nicht so genau. Zu hoch. Hey, lauf doch jetzt nicht weg, Mann. Lauf doch. Sag mal, bleibst du vielleicht mal stehen? Immer wenn ich schieße, läuft er weg. Der will sich wohl nicht erschießen lassen. Was war da? Habt ihr das gesehen gerade? Das Ding ist da gerade gespawnt. Einfach so. Sowas darf auf jeden Fall nicht sein. Oh nice, was Grünes. Warum treffe ich den nicht? Geht doch. Was ist da hinten mit dem? Der ist jetzt tot. So. Wer bist du denn? So. Was geht denn hier mit unserem Radar ab? Ja, das Kampf ist nicht verfügbar, dann laufen wir eben hin. Ist ja nicht so weit. Also irgendwie ist unser Radar gerade ein bisschen verbuggt. Nee. Ja, die Drohne zuerst abschießen ist eigentlich eine gute Idee. Aber naja. So, wo ist das Biwak? Da. Schnellreise. Aber nicht, wenn sie uns entdeckt. Und die ist fucking schlau, diese scheiß Drohne. So, ich nehme jetzt nochmal den Apache und dann noch einmal den Orf, wie auch immer der heißt. Wie heißt der? Ofeis. Der heißt Dinos. Heißt auch nicht Apache.
Dieser Ohrfeiß erinnert mich an Metal Gear Solid. An diesen Heli von, weiß nicht mehr wie er hieß. Fahrer. Oder soll ich auf die Drohne scheißen? Ich scheiße auf die Drohne. Komm. Ich baller einfach rein. In der Hoffnung, dass die Drohne nicht kommt, bleibe ich einfach mal hier, weil ich sie jetzt noch nicht sehe. Aber die halten ganz schön was aus, ne? Boah, da ist ja die Drohne. Aufschalten, 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 aufschalten. Feuer. Nicht getroffen. Die Drohne ist zu flink. Ist zu weit weg. Aufschalten. Schalt jetzt die verdammte Drohne auf, Mann. Es gibt leider keine Taste, um aufzuschalten. Der macht das einfach automatisch. Wenn man nah genug dran ist, nehme ich an. Yeah! Was? Die hat die Raketen überlebt? Okay, sie hat die Raketen überlebt. Freunde, man sieht sich. Oh Gott. Die hat zwei Raketen überlebt. Eine Drohne überlebt mal. Klassisches Bullet-Spongy-Verhalten von Loot-Shootern, würde ich sagen. Wie weit verfolgt die uns? Oh, noch ein Murmur-Patrouillengebiet. Toll. Oder ist das das von eben? Also was heißt von eben, von der letzten Folge da? Ist die Drohne weg? Ich sehe sie mal nicht mehr auf dem Radar. Da fliegt sie. Hallo Drohne, ich sehe dich. Nice! So. Müssen wir nur aufpassen, dass die Murmurs uns nicht entdecken. Auch so das dumpfe Gefühl, die haben uns schon... Ne, da unten fliegen sie noch. Kein Problem, die haben uns nicht entdeckt. So, jetzt können wir uns endlich der Feindbasis widmen. Verstärkungsruf wurde auch abgebrochen, weil ich den Funker schnell genug getötet habe. Durch Zufall. Muss nur aufpassen, dass die mir nicht ins Cockpit schießen, weil dann war es das wieder ganz schnell. Oh, Alter, von hinten? Die schießen mich von hinten aus dem Cockpit. Und der Heli ist auch fast kaputt. Also mit dem Kampfheli brauchen wir gar nicht probieren, glaube ich. Ich glaube, das ist zum Scheitern verurteilt. Der Heli wird gleich zerstört. Würde ich vermuten. Okay, also dieser Heli ist auf jeden Fall eher ein Fahrzeugjäger oder Flugzeugjäger, weil er Hitzesignaturen aufschalten kann. Oh, Alter, Alter, Alter. Guckt euch das an. Raus hier. Bail, Bail, Bail. Oh. Bail, 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 Flatsch. Okay. Noch ein Versuch mit dem Ofeis und dann erkläre ich das Vorhaben, die Wolf-Basis mit einem Kampfhubschrauber zu plätten, für gescheitert. So, ich muss dann nochmal hier hin für den Ofeis. Und dann in der nächsten Folge morgen
Machen wir das ganz klassisch nach Ghost Art. Oh, guck mal, hier ist was. Das will ich noch aufsammeln, gerade. Hab ich gar nicht gesehen vorher. Ein Fundstück. Hey, geht doch nicht da in Deckung, Mann. So, eine neue Biografie von ein Souvenir aus Afghanistan, okay? Biwak aufschlagen. So, dann machen wir es morgen. Wir machen es morgen ganz auf Ghost Art. Zu Fuß. Stealth, natürlich. Zu Fuß und Stealth. Die 150er Ghost Basis, Wolf Basis. Das wird spaßig. Es ist ein bisschen Far Cry hier, ne? Auch mit dem Wetterwechsel, mit dem Tageszeitenwechsel-Dingens. Aber auf Metal Gear Solid hätte ich auch nochmal Bock. Metal Gear Solid 5. Das habe ich auch durchgesuchtet, was mir so viel Spaß gemacht hat. Damals. Und Ground Zeroes ebenfalls mehrmals. So, auf geht's. Nur was die Drohne angeht. Keine Ahnung, was wir mit der machen, mit diesem Heli. Da wäre ein Bordschütze echt Gold wert. Kann ich gedrückt halten? Ja, geil, ich kann gedrückt halten. Oder auch nicht. Das geht's nicht mehr, ich kann nicht mehr schießen. Das können wohl immer nur eine gewisse Anzahl Raketen auf einmal im Flug sein. Oh Gott, wir werden entdeckt von der... Oh, scheiße. Warum schießt ihr denn immer noch? Ich hab... Meine Finger berühren die Maustasten gerade gar nicht. Trotzdem schießt er wie verrückt. Jetzt habe ich geklickt. Hallo Heli. Ich habe sie erwartet. Ich hoffe, ich treffe sie auch. Das ist... Diese Helikoptersteuerung ist die Hölle. So, tschüss. So. Weiter geht's im Text. Habe ich jetzt Raketen geschossen oder nicht? Ich habe geklickt, aber... Ja, jetzt kommen plötzlich die Sounds. Aber ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt. Naja, Beta-Bugs. Ich drücke nichts. Ich habe gerade... Hier, ich klatsche. Und von wo kommen bitte die Raketen geflogen? Ich glaube, ich schieße mich bald selbst ab. Kann das sein? Ich glaube, das könnte passieren. Dass ich mich selbst abschieße. Ich gehe mal lieber aus der Schussbahn, weil ich glaube, die Raketen kommen von dem Ort, wo ich vorher war. Ich mache gerade gar nichts. Ich warte drauf, bis das automatische Schießen aufhört. Oh Gott, die Drohne. Nein, Drohne, nein. Pfui, aus. Das Einzige, was ich mit dir möchte, ist, ich möchte dich markieren. Damit ich dich wegsnipen kann. Was ist das denn da? Ach, das ist ein Baum, der noch nicht ganz gerendert war. Mit so einem Kampfheli gegen Behemoth wäre doch auch was. Ich glaube, das probiere ich auch noch aus. Aber der kippt immer zur Seite, dieser scheiß Heli, egal wo ich lande. So, wo ist die Drohne? Da. Ich habe sie getroffen. Ein Wunder ist geschehen. Nochmal. Yeah, nice. Das war tatsächlich richtig gut. So, und jetzt geht's ab. Wenn ich reinkomme. Ja. Und der Heli jetzt nicht kaputt geht. Im letzten Versuch. Na toll. Und noch ein anderer Heli. Das hat mir gerade noch gefehlt. Vielleicht entdeckt er mich ja nicht, wenn ich hoch genug bin. Scheinbar nicht gut. Keine Ahnung, wo der ist. Weit genug unten scheinbar. So, der Heli ist noch relativ ganz. Noch.
bis die Wolves ihn treffen, natürlich nur. Ja, es können nur drei Salven gleichzeitig in der Luft sein. Aber er registriert die Schüsse trotzdem noch und schießt dann einfach hinterher. So, ich mach jetzt mal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. So, und jetzt, ich hab die Hände weg von der Tastatur und Maus. Ja, der schießt weiter. Ja, der queued die ab, der macht dann eine Liste, die er dann abarbeitet quasi. Ich habe tatsächlich jemanden getroffen. Ich hätte die sollen alle markieren, damit ich... Oh oh. Damit ich weiß, wenn die alle tot sind. So ein Überflug ist nicht schlau. Ah, oh nein, da ist schon wieder eine Drohne. Das ist doof. Da ist noch eine Drohne. Was ist mit euch hier unten? Keinen getroffen? Wahnsinn. Sind viele da unten, glaube ich, ne? So von der Wolke her. Und hier. Ach, guck mal, hier sind drei Stück, vier Stück. Ja, ab geht's. Der hat sich hingelegt? Ne, der ist tot. Okay. Da läuft auch noch einer. Sterbt! Wolfs stirbt! Oh Gott, weg hier. Nein! Nein! Aus dem Cockpit gesniped. Ich war zu selbstsicher. Aber es war gerade wie, weiß nicht, wie Tontauben schießen war das gerade. Ah, es hat sich gut angefühlt, aber gegen eine 150er Wolf-Basis kommen wir so nicht an. Also dann morgen in der nächsten Folge Ghost vorgehen, Stealth, Infanterie, zu Fuß. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.